Dann schreiten wir doch mal zur Tat und schauen uns diesen spannenden Film an. Die Füchse sehen ja ganz lustig aus. Und die Dame? Ist die, die Ganovin im Film? Wir gucken einfach mal. Oh, es ist grün. Zauberspiegel. Er erfüllt alle Wünsche. Auch die unmöglichen. Oh, sieht toll aus. Ich wünsche mir meine Weihnachtsgeschenke, ohne auf den Winter warten zu müssen. Ah, deswegen war es plötzlich Winter, weil es keine Weihnachtsgeschenke ohne Winter gibt. Und es ist noch Sommer. Ich liebe es, wenn Zaubergegenstände unbewacht sind. Okay, er hat etwas berührt, was er nicht haben sollte. Wünscht dir was im Zauberspiegel? Das ist unser Lager. Ja. Und hier ist der Fuchs. Nein, ich bin der Fuchs. Ja, ich bin das. Okay. Bewege ihn, nutze das Werkzeug verschieben. Aber ich soll mir doch was wünschen. Stelle den Geschenkbeutel auf und wünsch dir was. Okay, deswegen müssen wir ihn bewegen. Ich wünsch mir was. Hier können wir wieder zurück. Nee. Wie kommen wir denn aus dem Kino raus? Doch. Hier. Beziehungsweise aus dem Film raus. Oh, es ist schön. Ich wünsche mir schon Frühling. Es ist einfach viel schöner mit Frühling. Wie groß ist es denn? Normal groß eigentlich. Was haben wir hier? Gieße die Rosen. Und wir bekommen einen Brunnen. Wenn wir hier 20% aufräumen. Das ist eine reine Deko. Wenn man draufklickt, kommt hier, läuft hier Wasser raus. Okay, eine animierte Deko, wenn man sie anklickt. Dann haben wir hier einen strickenden... Ja, der strickt, oder? Ein strickender Waschbär im Schaukelstuhl. Dann haben wir hier einen Waschbär, der angelt. Also das, der strickende Waschbär ist auch nur eine Deko. Der fischende, der angelnde Waschbär, den kann man quasi füttern und dann gibt er alle 12 Stunden Dynamit für 20 Walderdbeeren. Und ist nachher auch eine Deko. Wenn man draufklickt, wirft er die Angel aus. Oh, nicht schlecht. Den könnte man zu Hause ans Wasser hinmachen, ne? Und für 100%, oh, ein Phönix. Und da ist auch ein Roulette. Das ist ja auch hübsch. Alles klar. Dann wissen wir ja, was auf uns wartet. Und jetzt wird es höchste Zeit, dass wir uns etwas wünschen. Wünsch dir was! Stelle den Geschenkbeutel auf und wünsch dir was. Foxy wünschte sich etwas, doch es ging schief. Er spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief und die Luft um ihn herum fühlte sich plötzlich sehr kalt an. Oh nein, jetzt ist plötzlich alles erfroren. Gerade war es noch so schön. Ein Kätzchen, oh nein, was hast du getan, du Narr? Wer bist du? Bist du hier, um dir einen Wunsch erfüllen zu lassen? Stell dich hinten an. Aber er müsste doch sehen, dass er jetzt hier im Winter ist, dass es schneert, oder? Na, da kommt noch jemand. Ach, das ist die Dame. Oh Gott. Wie sieht die aus? Wer, Königin Winter, wer wagt es, meinen Schlaf zu stören, wenn es eigentlich noch gar nicht Zeit ist, ne? Ich bin wegen der Geschenke hier, Winterdame, wegen der Weihnachtsgeschenke. Mir fällt gerade auf, dass hier der Film ist jetzt mit dieser neuen Unterhaltungsmaske, sage ich jetzt mal, also dass die hier unten sind. Das davor war aber noch so ein altes, ne? Mit kleiner werdenden Bildausschnitt. Ja, ich bin wegen der Geschenke hier, Winterdame, wegen der Weihnachtsgeschenke. Ah, ich verstehe. Du hast dir gewünscht, dass der Winter eher anbricht. Also gut. So sei es. Das tut der Natur aber gar nicht gut.
Er wollte doch gar keinen Winter, er wollte Weihnachtsgeschenke. Eins noch. Kätzchen, du bist ein nutzloser Wächter. Du bist gefeuert. Und sie verschwindet in einer Schneestaubwolke, in einer Lawine. Aber ich war doch nur kurz Milch holen. Ach, jetzt sieht's aus wie eine normale Katze und gerade eben war sie nämlich angezogen. Und er hat einen Schal an. Freust du dich über deine Geschenke? Jetzt wird der ganze Wald zu früh einfrieren. Aber ich wusste nicht, dass der Spiegel so funktioniert. Ach, das nennt sich Konsequenz. Komm, bringen wir dieses Durcheinander zusammen wieder in Ordnung. Das ist ja süß gemacht. Finde die Eule im Fuchsabenteuer. Die ist irgendwo da hinten. Oh, das hat gerade so schönes Flair gehabt, dadurch, dass es halt schon Frühling oder sommerlich war. Gemein, gemein, gemein. Ja gut, dann gucken wir doch mal in die Richtung. Hey, ist ja nett, dass da auch eine Eule drauf sitzt, ne? Wo wir jetzt eine Eule besuchen müssen oder suchen. Hinter dieser Türe? Da kann man nichts mehr machen mit, ne? Liebe Eule, hilf uns! Ich glaube, die hat sich noch ein bisschen verkrochen, weil es so kalt ist. Es gab keine Wahl. Oxy und Kätzchen gingen zur Eule. Zum Glück lebte sie ganz in der Nähe und wusste, wie sie den Winter aufhalten konnten. Wir müssen den Winter irgendwie aufhalten. Hoffentlich gibt die Eule uns einen Rat. Gott, die ist ja klein und süß. Sieht aus, als ob sie ein Schläfchen macht. Ach, guck, da hinten ist das der Waschbär, der strickt. Wegen der Kälte. Wie ich gesagt hatte, sind die Jahreszeiten durcheinander. Wir müssen bereit sein. Na, da du so viel weißt, was schlägst du denn vor? Bin so froh, dass du fragst. In einem Katastrophenszenario ist Tauschhandel die einzige Option. Wenn du Äpfel für mich sammelst, bevor sie einfrieren, dann stricke ich warme Kleidung für die Eule. Sie wird sich aufwärmen, aufwachen und definitiv all deine Fragen beantworten. Definitiv. Komm, Kätzchen, sammeln wir Äpfel für die Waschbären. Äpfel hier. Ja, bevor sie einfrieren. Okay. Gib dem strickenden Waschbären im Fuchsabenteuer Waldäpfel und gib der Eule warme Kleidung. Okay, die Äpfel selber oder die Apfelspots kriegen wir nicht angezeigt. Die müssen wir natürlich selber suchen. Hier sind ein paar wilde Äpfel verschneit. Wie viel will er denn? 120 und wir kriegen hier 30. Das heißt, wir müssen 4 Apfelbäume finden. Da sind unsere 4 Apfelbäume. Einer ganz, 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 ganz oben in der Ecke. Den haben wir ja schon gefunden. Dann natürlich noch einer rechts in der Ecke und der hier unten. Sammeln wir mal ein. Wir haben pro Baum 30. Dann müssen wir noch ein bisschen futtern. Süß, wer einsammelt. Aber man braucht ja auch für die Tiere eine Animation. Und schwupp, da haben wir alle. Und jetzt müssen wir die hier abgeben. Dann gibt sie uns den Schal und wir können ihn um die Eule wickeln. Hoffe ich. Gut gemacht. Ja, wir kriegen einen Schal. Liebe Eule, schau mal, du kriegst einen Schick und eine Mütze. Aber die der Waschbär gerade, oder den Schal, den der Waschbär gerade strickt, ist ein bisschen groß, oder? Vielleicht hat er schnell einen kleinen Eulenschal gestrickt.
Der Waschbär bekam seine Äpfel und gab uns fertige Kleidung. Wir zogen die Eule an und warteten geduldig darauf, dass sie sich aufwärmte. Endlich öffnete sie die Augen. Oh, weise Eule, wir haben eine wichtige und dringende Frage. Wir haben versehentlich den Winter zu früh gerufen und müssen ihn jetzt aufhalten. Wir, sagst du, versehentlich? Bidi guckt die ganze... Oh, süß. Oh, ich muss in den Notizen meiner Mutter nachschauen. Ich selbst weiß nichts. Aber du bist die weise Eule. Hätte tatsächlich Schal und Mütze an. Noch nicht, ich lerne noch. Warte eine Minute oder vielleicht 5 Minuten. Ihr könnt auch einfach 3 Monate warten. Dann hat sich das Problem von selbst erledigt. Und dann ist sowieso Winter. Wir können nicht warten. Viele Tiere im Wald sind einfach noch nicht bereit für den Winter. Ihr braucht den Schlangenkönig, aber ich weiß nicht warum. Mama hat eine richtige Eulenklaue. Ach, die liest einfach in den Notizen nur. Das ist doch schon mal was. Komm, Kätzchen, suchen wir diesen König. Finde den Schlangenkönig im Fuchsabenteuer. Oh, hier oben hinter dieser Türe? Gleich dahinter oder erst ein bisschen weiter hinten? Mal gucken. Wir öffnen. Das Duo folgte dem Rat der Eule und suchte den Schlangenkönig. Der Monarch saß einsam auf einem Stein und trug einen neuen Pullover vom Waschbären. Och, wie süß, tatsächlich. Siehst du das auch? Ah, der Waschbär wusste, wo wir den König finden, aber er sagte es uns nicht. Weiß nicht, wie es dir geht, aber mir sträuben sich die Haare, wenn ich Schlangen sehe. Wer ist da? Kommt näher. Meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher. Süß, der Pulli. Schlangenkönig, wir sind hier, um dich darum zu bitten, den Winter aufzuhalten. Ja, sie muss aufgehalten werden. Wir müssen ihr Herz zum Schmelzen bringen. Winter hat es uns schon vor langer Zeit überlassen. Aber einfaches Feuer hilft nicht. Ihr braucht eine Phönixfeder. Ich schickte meine Untertanen los, doch sie froren alle ein. Er hätte Pullover für seine Schlangen kaufen können. Sie wären jetzt schon fast bei der Feder. Beachte ihn gar nicht, Eure Majestät. Wir können dir und deinen Untertanen helfen. Ja, natürlich wir. Oh, die Lampe, die haben wir sogar. Stelle sie auf die Markierung neben der Schlange, damit sie sich aufwärmen kann. Aber es steht schon doch neben ihr. Oder brauchen wir noch eine andere? Moment, wir schauen mal. Wärme die Schlangen im Fuchsabenteuer auf und bringe die Schlangen zum Schlangenkönig zurück. Ah, diese müssen wir neben andere Schlangen stellen. Dann müssen wir erstmal Schlangen suchen. Hier irgendwo im Schlangenwald. Da taucht unser letzter Schlangenbaum auf. Sie waren gar nicht so schwer zu finden. Und wenn wir da jetzt einfach nur die Lampe hinstellen müssen, dann, ja, die Frage ist, müssen wir da jetzt wahrscheinlich ein bisschen warten, bis die auftauen? Dauert das eine bestimmte Zeit oder macht es dann einfach blub, du hast es geschafft. Testen wir doch gleich mal. Hier oben ist eine ganz in der Ecke. Haben wir die richtig platziert? Schlange, taue auf! Oh, wieso brauchen wir Energie? Wir haben doch die Lampe. Aufwärmen. Nummer 1. Nummer 2. Die Bäumchen, die stehen dann einfach so, okay. Und 3. War ein blödes Geklicke eigentlich. Ah nein, der Baum hat jetzt schöne... Der ist jetzt sommerlich. Weil wir ihn aufgetaucht haben. Okay. Bringe die Schlangen zum Schlangenkönig zurück. Bitteschön, Herr Schlangenkönig. 3 Schlangen. Foxy und Kätzchen besiegten ihre Angst, wärmten die Schlangen auf und brachten sie zurück zum Schlangenkönig. Nun, da er ruhig war, besprachen sie die nächsten Schritte. Danke, Warmblüter.
Der Phönix lebt einsam, hinter dem Tor. Meine entfernte Cousine hat den Schlüssel. Aha, wer ist denn deine Cousine? Die weise Schildkröte. Das ist ja für ein was für ein wunderbarer Wald. Hier gibt es niemanden, nur Könige und weise Tiere. Danke, Eure Majestät. Sei nicht sarkastisch, Foxy. Reisen wir lieber zur Schildkröte. Alle sind gemein zu Schlangen. Was machen wir denn falsch? Ihr habt halt überhaupt kein gutes Image. Das stimmt schon. Oh, was ist denn das? Herz des Winters, bringe die Phönixfeder hierher und lass das Herz schmelzen. Stand es schon vorhin da? Habe ich gesehen. Oder ist das jetzt aufgeploppt, nachdem wir den Geschichtsstrang beendet hatten? Okay, wo ist sie denn? Finde die Schildkröten im Fuchsabenteuer. Mehrere? Irgendwo hier unten. Na gut, dann gehen wir mal auf die Suche. Stumpf ist im Weg. Morgenenergie. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, da wären wir wahrscheinlich gerade nicht durchgekommen, oder? Das war der Queststopper. Die weiße Schildkröte lag auf dem Rücken, mitten im Garten. Foxy und Kätzchen eilten ihr zu Hilfe, damit sie wieder Boden unter den Füßen spürte. Aber das ist doch nur eine. Wir sollten noch mehrere Schildkröten finden, oder? Wir drehen sie mal um. Drehe die armen Wesen um. Ah, mehrere wahrscheinlich, ne? Oh nein, repariere das Schildkrötenhaus. Das ist jetzt dazugekommen. Ein Schildkrötenhaus. Die haben es aber schön. Aber überall halt trotzdem noch, aber nicht ganz so viel wie da, oder? Schnee? Ein bisschen weniger. Mal gucken, vielleicht kriegen wir einen Tipp, wo wir das Haus finden. Da drüben, in dieser schönen Einbuchtung. Okay, da müssen wir eigentlich ziemlich schnell hinkommen, oder? Oh, gut gemacht. Was haben wir gut gemacht? Finde das Schildkrötenhaus im Fuchsabenteuer. Dorthin kommst du vom Schneekino aus. Okay, da ist es. Da sieht man schon die Spitze. Das heißt, wir müssen da eigentlich jetzt nur noch hier gerade durch. Da ist es. Oh ja, das sieht ziemlich kaputt aus. Mal gucken, was wir brauchen. Wir brauchen 4x Hausmaterialien. Eins habe ich schon gesehen, hier. Nummer 1. Und die anderen sind irgendwo in den Feldern verstreut. Da haben wir unsere 3 noch freigelegt. 1, 2, 3. Das war hier gut eingewachsen. Ein bisschen langsam, der Wolf. Aber ich glaube, die laufen ja immer so langsam. Und damit müssen wir das Schildkrötenhaus aufbauen können. Jetzt ging der weisen Schildkröte gut. Und jetzt ging es der weisen Schildkröte sogar gut. Und ihr Haus war heil und unversehrt. Foxy und Kätzchen konnten endlich ihre wichtigen Fragen stellen. Wir kriegen wieder Tee für unsere... Huch, wie süß. Danke, Leute. Ich geriet in einen Schneesturm und wusste nicht, was ich tun sollte. Gern geschehen, weise Schildkröte. Wir kommen vom Schlangenkönig. Er hat uns geschickt, um die Phönixfeder zu holen. Aber ich habe keine Federn. Ich bin kein Vogel. Das wissen wir. Aber wir brauchen den Schlüssel zum Tor, um die Feder zu bekommen. Aber ich habe auch keine Schlüssel. Ich schließe mein Haus nie ab. Alle Nachbarn sind nett. Bist du sicher? Vor langer Zeit gaben sie dir den Schlüssel zum Aufbewahren, weißt du noch? Ach, der Schlüssel. Ja, den gaben sie mir. Er liegt am Grund des blauen Teichs. Warum ist er im Teich? Dort steht mein altes Haus. Es wurde vom Teich überflutet.
Ich habe den Schlüssel nie rausgeholt. Ach, ist das süß. Eigentlich eine süße Geschichte. Das neue Gras ist nicht so grün. Ich wünschte, wir könnten das alte zurückbekommen. Aber hier unten sieht es schon recht grün aus. Guckt mal hier. Der Schnee geht ja nur bis hier. Und da oben. Und da ist es doch relativ grün. Und dann machen wir mal da auf. Ja, sie beißen gar nicht. Ich hab dir doch gesagt, dass wir zum Winterköder wechseln müssen. Wir wechseln, wenn wir Löcher ins Eis machen. Seid gegrüßt, liebe Fischer. Wogegen würdet ihr eine Angel eintauschen? Warum brauchst du die denn? Wir müssen etwas vom Grund des Teiches holen. Ihr könnt sie einfach haben. Warum wollt ihr tauschen? Weil die meisten Leute immer was dafür haben wollen, wenn sie einem was schenken. Wenn sie etwas geben, wollen sie auch wieder was in Retour haben, damit sie einen Ausgleich bekommen. Nun, wir haben schon mit einem Waschbären getauscht und dachten, ihr wärt genauso. Nein, wir haben schon mit einem Waschbären getauscht, so rum. Habt ihr unseren Onkel getroffen? Ja. Er schüttelt einem nicht mal umsonst die Hand. Danke, wir werden vorsichtig sein, versprochen. Ach, mir ist es eigentlich auch egal. Ich liebe den Prozess einfach sehr. Haben wir jetzt eine Angel? Finde den Phönixschlüssel im Fuchsabenteuer. Öffne das Phönixtor. Okay, der muss ja hier drinne sein. Wenn wir jetzt hier klicken, blauer Teich, fange den Phönixschlüssel, um das Tor zu öffnen. Da brauchen wir aber 5-mal Angelzeug dafür. Da guckt schon eins raus. Oh, jetzt müssen wir auch noch Angelzeug finden. Na gut, wir räumen mal wieder den Garten auf, weil die anderen, die Waschbären, so unordentlich waren. Da sind die 5 Körbchen. Sammeln wir sie mal ein. 1, 2, 3. Die sind eigentlich recht einfach zu finden. Da noch einer. Und hier hinten, der ist ein bisschen schwieriger. Der ist ganz gut versteckt. Den muss man auch freihauen erstmal. Sonst kommt man da nicht ran. Damit müssten wir ja 5-mal hier Angelzeug haben. Fangen! Mal gucken, wie lange dauert denn das? Oh, sofort, instant. Dankeschön, das geht aber schnell. Wir haben nämlich auch schon das Tor freigelegt. Aber hier gibt es nochmal ein bisschen ein Gemüsekorb. Da müsste wieder viel Energie drin sein, oder? Schub, schub, schub. Ja, 25, das geht. Ne, nicht mal 25, auch nur 15. Da war aber schon mal irgendwo ein Korb. Hier, guckt mal, hinterm Lager steht nämlich gleich eins. Und hatten wir noch einen? Ach, kann gut sein. Da ist noch einer. Eine Schildkröte. War bis jetzt keinen aufgedeckt. Und was wir auch noch haben, sind diese Blumen, die wir müssen ja hier diese Rosen gießen. Die haben wir auch schon fast alle aufgedeckt, die hier. Wasser haben wir auch schon da. Oh, die werden aber schnell schön von leicht angetrocknet bis wunderschön rot. Also hier neben dem Schildkrötenhaus. Dann waren hier oben auch schon welche. Die muss man auch ziemlich frei hacken. Die kommen auch nicht so einfach ran. Und hier am Eingang. Genau, dann fehlt uns nämlich nur noch eine und die ist wahrscheinlich hier im letzten Areal. Und jetzt können wir die Türe öffnen. Türe auf. Mit dem schicken Schlüssel. Der Schlüssel war am Haken. Foxy und Kätzchen gingen zum Tor. Das stabile Schloss gab nach einer Weile nach. Doch auf der anderen Seite wartete ein Wächter. Oha. Wächterkater. Keine Bewegung. Das ist Sperrgebiet. Ein Reservat. Das ist wichtig. Hast du es noch nicht bemerkt, dass der Winter hat plötzlich begonnen?
Wobei, hier sieht man es gar nicht so, es sei denn, es ist halt hier einfach nur kühl. Plötzlich? Ich frage mich, wessen Schuld das ist. Vielleicht ist jemand Milch holen gegangen? Wenn jemand gute Dienste geleistet hätte, würde dieser jemand jetzt nicht hier herumlaufen. Er meckert jetzt mit dem Kater, ne? Der nicht gut aufgepasst hat. Also verschwindet und kommt nicht zurück. Es ist meine Schuld. Ich will es wieder in Ordnung bringen und dafür brauche ich die Phönixfeder. Um die Feder zu erhalten, müsst ihr die Laternen anzünden, die den Phönix seine Macht schenken. Aber das könnt ihr nicht, denn ich lasse euch nicht durch. Ach, was machen wir jetzt? Er ist so streng, so unnachgiebig. Gehen wir, ich habe einen Plan. Ihr Katzen habt eine große Schwäche. Und die wäre, Mäuse, lenke den Wächterkater im Fuchsabenteuer ab. Frage ist wie? Mit einem Wollknäuel? Kriegen wir das Wollknäuel von ihm? Nee, hier kriegen wir nichts mehr. Oder finden wir das hier irgendwo? Wir bauen mal hier ab, so weit wie möglich. Und vielleicht finden wir ein Wollknäuel ganz zufällig hier irgendwo nebendran. Ich habe jetzt 4 Büsche gefunden, an denen sich Wolle verheddert hat. Wenn jetzt jeder Busch 25 Knäuel enthält, dann reicht es. Gucken wir mal. Ja, 25. Boah, das ist eine Knallrot. Knallrot. Und da noch 2. Ja, auf der Seite 2 und auf der Seite 2. So, und dann können wir hier auch noch Blümchen gießen. Dann haben wir das nämlich schon erledigt. Kätzchen liebte Rosen und es brach ihm das Herz, dass sie unter der Kälte litten. Er ließ es sich nicht nehmen, Foxy darum zu bitten, sie zu gießen. Schön. Und jetzt müsste er uns doch vorbeilassen. Ist hier noch irgendwas? Oh. Blinke ihn ab. Foxys Plan B war es gewesen, Kätzchen abzulenken, doch er hatte ihn nicht erwähnt. Erklärungen blieb eh keine Zeit. Der Winter musste schnell aufgehalten werden. Wieso Plan B? Ach, das ist unser Plan B, nachdem Plan A war, dass wir einfach durchmarschieren können. Das ist der Plan B, dass wir ihn ablenken. Okay. Er muss spielen. Dann müssen wir uns mal schnell durchhacken. Damit er nicht es sich plötzlich anders überlegt oder uns bemerkt. Hübsch. Der Phönix. Wird er uns eine Feder geben? Zünde die Laternen im Fuchsabenteuer an. Um ihm seine Macht zu verleihen, damit er... Schick. Und diesen kann man als Roulette haben, wenn man das alle ja alles 100% abräumt. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Ob ich mir den holen will? Weil das würde dann heißen, dass ich wieder mit meinen permanenten Locations nicht... leuchtendes Pulver. Wo kriegen wir denn das her? Kann beim Beseitigen von leuchtenden Kristallen erhalten werden. Dass ich mal wieder an einem Permanenten weitermache und das würde das natürlich dann wieder rauszögern. Okay, wir gehen mal auf die Suche nach Kristallen. Wie gewohnt ist natürlich das letzte Areal wieder am härtesten. Aber wir haben uns durchgebissen und Kristalle gefunden. Wir brauchen für jede Lampe 2 Kristalle. Denn jede Lampe möchte mit 100 Stäubchen befruchtet werden, bestopft werden. Und jeder Kristall hat 50. Hier auf dieser Seite sind 3 und auf dieser Seite sind 5. Dann passt das wieder. Wir holen gerade mal hier hinten in der Ecke. Im Gebüsch ist 1. Oder ein R. Ihr seht es ja da. Hier. Und dann... Da, hier ist er dahinter, also da stehen 3 in Reihe und hier unten 2. Und man muss sich ordentlich durchwursteln,
Sonst klappt das nicht. Immer so viel braucht man da für alles. Eieieiei. Ein bisschen gucken, dass wir nicht falsch futtern. Denn wir brauchen 50. Aber eine schöne Farbe. Zwei noch. So, und letzte. Dann ist hoffentlich der Pfau glücklich. Übrigens, diesen Brunnen, ne? Ich glaube, war der hier? Nee. Oder hat man den schon als erstes bekommen? Das war, wir hatten ja so einen animierten Brunnen irgendwo bekommen, ne? Das sieht dann so aus. Der sprüht dann halt so nach oben, wenn man den anklickt. Finde ich jetzt nicht so schön. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die Brunnen sammeln, wer weiß. Okay, wir entfachen hier mal alle Lichtlein, damit auch der Phönix ins rechte Licht gerückt wird. Das Licht der Laternen strahlte sommerliche Wärme aus. Als Foxy und Kätzchen zusahen, wie die heiße Phönixfeder hinabschwebte, oha! Der frühe Winter neigte sich dem Ende zu. Wow, oder liegt sie? Eine echte Phönixfeder. Jetzt können wir das Herz des Winters schmelzen lassen. Können wir sie mit den Pfoten tragen? Ja, wenn sie heiß ist. Sie ist heiß, aber noch nicht zu heiß. Wenn wir uns abwechseln, dann könnte es gehen. Also gut, gehen wir. Es ist an der Zeit, den Sommer zurückzuholen. Lasse das Herz des Winters im Fuchsabenteuer schmelzen. Schnapp dir die Feder, bewege sie, nutze das Werkzeug verschieben, okay. Zack! Was macht er eigentlich? Warte mal, kann man ihm noch irgendwie anklicken? Nee. Und packen es hier davor, dann wird es schmelzen, so wie bei der Laterne. Das Herz des Winters schmolz. Überall war das Tröpfeln zu hören, das auf die bevorstehende Rückkehr des Sommers hinwies. Tatsächlich, guck mal, der Schnee ist weg, nur noch so ein paar Haufen. Doch dann erschien Winter vor Foxy und Kätzchen. Oh wei. Mein Herz! Er hat es schmelzen lassen! Oh Gott, sie weint. Oh, die hat zwei verschiedenfarbige Augen, hä? Blau und rosa? Rot? Das waren wir, Winterdame. Wir versuchen, unseren Fehler auszubügeln. Also, Winterdame, vergib uns bitte. Oh, jetzt guckt sie wieder ganz fies. Nee, sie hat ein orangenes Auge. Oder wechselt sie ständig ihre Augenfarbe? Also gut, Kätzchen, du kannst den Zauberspiegel wieder bewachen. Und weg ist sie. Nein, sie ist wieder da. Und damit du dich nicht einsam fühlst, schlage ich vor, Foxy wird dein Partner. Ist dir das jetzt noch schnell eingefallen, oder wie? Ach nein, sie hat den Spiegel wieder verzaubert in weihnachtlich. Was, wirklich? Darf ich? Jo, er hat sein Frack wieder an. Natürlich, ihr bewacht den Spiegel und einander. Danke, Winterdame, das ist besser als jedes Geschenk. Natürlich, Freunde bekommt man nicht in Geschenkbeuteln. Man muss sie sich verdienen. Das sagt gerade sie, die so schnöde guckt. Steht, wache, meine Wächter. Ist ja auch gut, wenn sie zu zweit sind, dann ist es nicht so langweilig. Aber machen können wir trotzdem immer noch nichts damit. Jetzt schauen wir mal, dass wir alles erledigt haben. Kann man hier irgendwo noch irgendetwas mitnehmen? Ich glaube eher nicht, weil es stand ja auch nichts
nichts Dekoratives hier herum, oder? Die wollen hier weiter angeln. Dieses Tor hatten wir schon anderen Ortes, ne? Kommt mir bekannt vor. Der hier, keine Gnade für dich, böser Ball. Okay, er hat die Knäuel jetzt hier auf einer Säule, damit er sie jederzeit zur Verfügung hat. Gut, abstauben können wir hier nichts. Wir müssen eh noch mal einmal durchs Kino. Gehe zum Schneekino, denn wir müssen ja gucken, ob unsere Vorstellung überhaupt was gebracht hat. Können wir auch nichts machen, gell? Mit dem Häuschen, mit denen nichts, kein Roulette oder so. Haben wir hier... Doch, was ist hier? Er angelt einfach nur. Ach, wenn man sie anklickt, angeln sie. Ach, das ist genau der, den wir dann kriegen. Und wenn man ihn eben so anklickt, dann wirft er die Angel aus. Und das ist er einmal von dieser Seite und einmal von dieser Seite. Wahrscheinlich kann man den so drehen, dass man ihn auf diese beiden Seiten so setzen kann. Und der hat nicht. Okay. Finde ich aber auch gut, dass man das im Spiel dann so ein bisschen testen kann, wie die Sachen wirken, ob das einem gefallen würde, wenn man es dann hat. Nicht, dass man sich die ganze Arbeit gemacht hat und dann ist man ganz enttäuscht. Ist doch nicht so schön geworden ist, wie man gedacht hat. Jetzt reisen wir mal rüber und schauen, was passiert. Danke euch allen, ihr habt diese Premiere gerettet. Ihr habt mich gerettet. Kein Problem, wir helfen immer gern. Für die Kunst tun wir doch alles. Ich schulde euch Karten für die Vorführung mit Originalton, wenn wir die Tonspur haben. Keine Sorge, Sieke, du findest sie bestimmt. Wenn nicht, weißt du ja, wen du für eine neue Aufnahme anrufen kannst. Sie hätten doch das jetzt aufnehmen können, dann hätten sie eine Vertonung gehabt. War nicht so gut. Perfekt und originalgetreu wie die echte, aber immerhin. Vielen Dank, bis bald, vielleicht nächste Woche. Vielleicht sogar nächste Woche schon. So, jetzt fehlte uns hier auf dieser Seite noch die Schneewehe und ich weiß auch inzwischen, wo man die findet. Ganz fies versteckt. Ich habe sie schon ein bisschen freigeräumt. Hier ist sie. Da ist die Schneewehe. Die war ganz still und hat nichts gesagt. Ich habe nämlich hier doch mit dem Cursor noch so rumgemacht. Und dann war sie hier hinter einem Baum. Und so kriegen wir 5 Smaragde. Vielen Dank. Unsere Aufgabenliste ist weg. Und auch keine Quest mehr. Ich glaube, da haben wir alles hier erledigt. Auch hier konnte man nichts mitnehmen. Ich bin hier jetzt bei 37%. Mal schauen, ob ich mir da noch so viel antue, dass ich an dieses Set hier komme. Es ist schon hübsch. Mal gucken. Also, aber lieber wie auf der anderen Seite die 100% für den Phönix, obwohl der Phönix auch schon ziemlich hübsch ist. Wie viel haben wir denn drüben Prozent? 43, fast die Hälfte, aber es ist halt schon ordentlich. Und ich weiß, dass meine Hackenpartnerin gerade an einer Location ist, die wo man halt viel produzieren muss, aber keine Hacken, also nichts, keine Energie einsetzt. Und wahrscheinlich kommt da jetzt gerade nicht viel Unterstützung. Naja, warten wir es mal ab und gucken. Dann düsen wir mal nach Hause und gucken, was wir noch bekommen haben. Da stehen doch ein paar Päckchen. Dieses hier ist eines der täglichen Geschenke. Diesmal ist es von Hardramble. Das erste war vom Weihnachtsmann und dieses ist von Hardramble. So werden wir im Laufe der Woche wahrscheinlich von lauter bekannten Leuten Geschenke kriegen. Und wir machen einfach das hier mal auf. Erfahrungspunkte, Kohle, Sammelzeugs. Herstellungsprodukte oder Zwischenprodukte eher gesagt. Pferdefutter, Johannisbeeren.
Und Suppe und Kuchen. Okay. Sehr schön. Dann haben wir hier, das ist die erste Aufräumbelohnung vom ersten Teil. Von der Schnee, vom Schneekino. Ja, bis jetzt zu Standardzeug, Ressourcen, Sammelzeugs, Gold und Edelsteine und ganz viel Energie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 Energie. Oder? Ich hatte 25, glaube ich. 35 Energie. Und das ist die für die Nebenaufgabe. Auch Sammelzeugs und Ressourcen. Ah, Schokolade, Elixiere. Ein Smaragd. Dankeschön. Dann haben wir hier die erste Bereinigungs... Belohnung für jetzt da diesen Kinofilm. Sieht ähnlich aus. Und wieder Energie und Futter. Ach, da gab's den Brunnen. Okay. Okay, da gab's jetzt auch 35 Energie. Und unsere Nebenaufgabenbelohnung. Steine, yippie! Holz mal wieder zur Abwechslung, Würmchen! Reismarkte, Münzen und Leckerfutter. Jo, dann haben wir es jetzt in eventtechnisch, oder? Haben wir es geschafft? In 2 Tagen? Wie gesagt, wie ich abräume, weiß ich noch nicht. Den Brunnen haben wir im Spiel gesehen. Das ist nur eine Deko. Kannst du nochmal aufstellen. Und wenn man ihn anklickt, dann sprüht er halt da oben so ein bisschen Zeug raus. Ist ganz nett, wenn man sich da was gestaltet, aber ich kann es im Moment halt gar nicht brauchen. Weil bei mir eh schon so voll ist, deswegen kommt das erstmal wieder ins Lager. So, dann lasst uns mal gespannt sein, mal schauen, ob ich abräume und erstmal nichts von mir hört oder ob ich fleißig an meiner permanenten nächsten Location arbeite. Dann bekommt ihr da demnächst vielleicht mal die Zusammenfassung. Dann danke ich euch an diesem Punkt fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Wenn ich was vergessen habe, dann steht's irgendwann entweder von euch oder von mir unter den Kommentaren.